Hey, ich darf euch alle willkommen heißen zu diesem Interview zum feierlichen Release oder bevorstehenden Release eures Debütalbums. Die Band Grönerlund veröffentlicht Love Storm und das in Kürze und die Vorfreude ist groß. Und entsprechend wollen wir uns darüber unterhalten. Zuvor oder zu Beginn vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde oder ein kleines ein kleiner Blick in die Band. Wir haben drei hübsche Damen und einen ebenso hübschen Herrn. Wir fangen natürlich bei den Damen an. Sei doch mal so lieb, Caro, und sag mal kurz Hallo und wer du bist und was du in der Band so treibst, hauptsächlich. Sehr gut. Genau, hi, ich bin Caro, 30 Jahre alt geworden dieses Jahr und bin seit 2019 in der Band. Bedeutet, hatte noch Glück, ein bisschen was von der Corona-freien Zeit mit der Band zu erleben und danach dann leider dann wirklich diese Zeit dann ja immer einzeln mit Martin im Studio zu verbringen. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute hier als Band einfach zusammensitzen können. Und ja, was mache ich in dieser Band, wenn ich nicht rumlabe und Schabernack treibe? Ich verkörpere die tiefere Stimme. Bedeutet, ich bin Mezzosopran und darf alle schönen tiefen Parts singen. Also wenn wir in ABBA den Bezug zu sagen nehmen, bin ich die Frieda. Ah, okay, gut. Aber das mit dem Schabernack ist ja auch nicht zu unterschätzen. Nein, ja. Wir sind tatsächlich alle sehr gut da drin. Schabernack treiben, das ist prima. Das ist sehr wichtig, nicht zu unterschätzen. Gut, dann schaue ich einen weiter und schaue die Mabel an. Ja, ich bin Mabel. Bin jetzt schon echt lange hier mit dabei. Ich glaube, es sind fast 7 Jahre sogar schon. Wir haben gerade gerechnet. Krass. Es sind tatsächlich jetzt schon 7 Jahre. Unfassbar, wo ist die Zeit hin? Voll. Und ich habe, glaube ich, schon ganz viele Phasen dieser Band erlebt mit Martin zusammen. Also wahnsinnig viel. Und kann es jetzt auch gar nicht glauben, werde so richtig aufgeregt, dass es jetzt wirklich anfängt mit der ganzen Promo, dass wir unser Album veröffentlichen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und freue mich jetzt auch, dass Caro und Sarah mit dabei sind, weil ich glaube, wir sind jetzt zu viert ein wirklich gutes Team geworden. Und weiß jetzt gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Das war es erstmal. Gut, du hast die Sarah. Dankeschön, du hast die Sarah schon angesprochen. Dann wandert mein Blick in deine Richtung, Sarah. Von dir vielleicht auch 2, 3 Sätze zu deiner Person. Ja, ich bin Sarah. Ich bin 23. Das muss kurz nachrechnen. Und seit 2019 auch ja, dabei, auch durch einen Zufall, aber vielleicht auch einfach durch Fügung, mal, ne? glaube ich auch. Und ich singe auch in der Band, bin öfter mal einfach die hohe Stimme, die ein bisschen drüber liegt. Ja. Alles wichtig, alles trägt ja zum Gesamtkonstrukt der Band Grönerlund bei. Und ihr guckt ja bei euren Antworten auch schon immer, schielt so ein kleines bisschen in Richtung der vierten Person, die hier sitzt heute. Und da schaue ich dann den Martin an. Martin, du hast das Werk Grönerlund oder die Band auf die Beine gestellt und bist jetzt mit den drei Mädels offensichtlich hervorragend am Start. Die scheinen sich sehr wohl zu fühlen, wenn man das so deuten kann. Und deswegen vielleicht, bevor wir ins Detail gehen, noch auch von deiner Seite 2, 3 Worte zum Einstieg. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich bin Martin. Ich bin der Produzent und Komponist der Band und hatte 2013 die Idee, dass die Band vielleicht Grönerlund heißen sollte. Dass ich so ein Projekt mal unbedingt machen wollte, ist schon sehr lange so. Aber das musste dann irgendwie einen Anlass finden und es wurde dann, seit 2013 wurde es dann konkret. Und am Anfang ist das alles gar nicht so abzusehen, was das alles für Folgen hat und was man alles machen muss und was man alles lernen muss und wo das so hingehen könnte. Aber ich bin da prinzipiell angstfrei bei solchen Sachen und versuche immer, das Maximum rauszuholen. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, genau. Was das für Folgen hat und wohin das so gehen könnte, das sehen wir jetzt. Wir sitzen hier und unterhalten uns über euer neues Album. Das ist doch ein denkbar
schöner Anlass, was Besseres kann ja eigentlich nicht rauskommen, wenn man sich ein paar Jahre zurückdenkt und überlegt, naja, machen wir mal was, fangen wir mal was an, mal schauen, wohin das geht. Und jetzt kommt, Sarah hat es ja schon angedeutet, ne, da ist man dann ganz aufgeregt, dass es jetzt endlich soweit ist. Ja, das ist doch eine wunderbare Anlass. Martin, ich will mal bei dir bleiben aus nachvollziehbaren Gründen und vor allem will ich direkt mal die Grönland-Fans wird das nicht irritieren, direkt den Elefanten mal ansprechen, der im Raum steht. Das ist die Band ABBA natürlich, aber ist für dich, für euch ja nicht nur ein Vorbild, das ist ja ein bisschen mehr als einfach nur eine Referenz. Es war für dich wie so eine Art, kann man sagen, Leitmotiv. Ich würde es so empfinden zumindest. Bei aller Eigenständigkeit, die ihr als Band habt, ist der Einfluss doch sehr groß, unüberhörbar und sicherlich auch bis zum gewissen Grad ja auch so gewollt. Wenn ich zurückdenke in meiner Kindheit, aber hat die Hochphase ja schon vor einiger Zeit gehabt, in meiner Kindheit gab es immer eine KISS-Fraktion und eine ABBA-Fraktion in der Klasse. War das bei dir auch so? Und wenn ja, wo hast du dich gesehen? Das überrascht mich jetzt. Es gab eine ABBA-Fraktion und ja. Die hatte ein Mitglied, das war ich. Ach, hör auf. Ja. Oh, ja, je. Also bei uns hat sich das immer darin manifestiert, welches Logo auf das Mäppchen geschrieben wurde. Hast du auch das ABBA-Logo aufs Mäppchen geschrieben? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee. Nein, du hast das mehr innerlich zelebriert dann. Nein, also ja, also wo, wenn man so in die Teenie-Phase kommt, das war ja bei mir in den 80ern, Anfang, Mitte 80er, da war aber einfach komplett abgemeldet. Das hat niemanden mehr interessiert. Dann war noch mal hier Chess in den Charts. Das habe ich nochmal in die Klasse gerufen. Ach, übrigens, das hat Benny und Björn haben das komponiert. Das hat aber niemanden interessiert. Also du konntest damals hast du noch nicht für Faszination sorgen können bei dem Erwähnen des Begriffs, aber das hat sich jetzt geändert. Du hast Mitstreiterinnen, die das ähnlich fasziniert und begeistert. Das ist doch toll. Ja, so. Das Schöne ist, wir sind aus komplett unterschiedlichen Generationen. Ja. Wir sind aus drei Generationen und es ist generationenübergreifend. Ja, das Schlimmste daran ist, wir sind die ältesten Säcke in der ganzen Geschichte. Was war denn für dich der Auslöser, diesen ABBA-Sound zu deiner Leidenschaft zu machen? Doch, Moment, es war so. Schlüsselmomente? Es gibt einen Schlüsselmoment. Also ursprünglich als ganz kleines Kind, so 5 bis 7 Jahre, habe ich eigentlich nur klassische Musik akzeptiert. Also Mozart, Beethoven, Klavierkonzerte, was meine Eltern halt gehört haben. Alles andere fand ich doof. So, und dann war ich irgendwo zu Besuch bei Bekannten von uns und da lag ABBA Greatest Hits Volume 2 lag da rum. Als Album. Als Conversation Piece auf dem Tea Table. Es lag da irgendwie rum und ich war alleine, der Rest war irgendwo anders hingegangen. Ich habe irgendwie gewartet, dass die wiederkommen und habe aus Langeweile diese Platte aufgelegt. Und dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Und dann kam das Intro von Gimme, Gimme, Gimme. Und seitdem ist das so. Okay, das ja, gut, das ist einfach komplett umgehauen. Ja. Da war ich 7. Ja. Erstaunlich der Schwenk, aber ich meine, bei allen Referenzen, die man sicherlich finden kann, ja, beziehungsweise gegenseitigen Bezugspunkten, ist dann der Schwenk von Mozart hin zu ABBA. Du wirst mir wahrscheinlich widersprechen. Für einen Außenstehenden wie mich ist der Schwenk dann doch relativ groß. Nein, der ist gar nicht so groß. Okay. Denn es gibt ganz viele musikalische Entsprechungen und Verbindungen. Auch Beethoven und Mozart, diese Klassiker, ich weiß, dass die auch für Benny eine große Rolle spielen und ihn in seinen Kompositionen ganz klar beeinflussen. Er denkt klassisch, wenn er komponiert, auch wenn er Popstücke schreibt. Okay. Und deswegen war es für mich einfach, da Anschluss zu finden. Und von da aus hat sich dann auch der ganze Rest, was es noch so an Stilen gibt, dann so langsam erschlossen. Für dich erschlossen. Heute bin ich sehr offen allen Stilen gegenüber, was ich beruflich auch sein muss als Filmkomponist. Ja. Gab es denn eine
nach diesem ersten Kontakt, nennen wir es mal, der erste Kontakt, war das dann eine Phase? Konnte man das irgendwie begrenzen oder ist das seitdem unentwegt am Köcheln gewesen, diese Begeisterung? Ich habe das Album ja dann auf Kassette überspielt und mit nach Hause genommen. Die Älteren erinnern sich, Kassette. Ja, ja, Kassette, genau. Und habe das von da an in endlosen Wiederholungen im Kinderzimmer gehört. Und bin irgendwann in die Stadtbücherei und habe mir die anderen Alben besorgt und habe die auch endlos gehört und habe die, wenn die Leihfrist abgelaufen war, direkt wieder ausgeliehen und so weiter. Und irgendwann hatte ich Taschengeld und ja, also das Unheil nahm seinen Lauf. Diese Phase war sehr intensiv und ich habe es wirklich ständig gehört. Und deswegen ist das auch in meiner DNA drin. Und wenn du sagst Einfluss, es ist eine Prägung. Es ist einfach eine ganz natürliche Prägung in dem Alter. Das hat mich definiert. Ja. Und deswegen muss ich gar nicht lange nachdenken. Wenn ich heute Stücke schreibe, fließt das automatisch raus. Ich muss nicht mir überlegen, ach komm, wir machen was wie ABBA, die waren auch total erfolgreich, dann machen wir das auch, dann sind wir auch erfolgreich. So funktioniert das nicht. Das ist auch nicht die Idee dahinter. Es ist mir wirklich ein Bedürfnis, das aus meiner Historie und aus meiner Prägung genauso zu machen. Da kommen noch andere Einflüsse mit rein, aber das ist die Basis. Also ABBA ist für mich im Pop das, was Mozart und Beethoven in der Klassik sind, nämlich klassisch. Ja. Es ist also in deiner Hirnaußenrinde tätowiert und eine Selbstverständlichkeit. Es ist selbstverständlich, ja. Okay. Das lässt die Interpretation ja nun zu, dass man sagt, was ich eingangs auch erwähnt habe, dass es mehr als einfach nur eine Referenz oder ein Bezugspunkt und das ist ja auch entsprechend gewünscht. Dennoch ist das Bestreben ja eine eigenständige Band mit eigenständiger Musik, die du ja auch selber schreibst, auf die Beine zu stellen. Und der Antritt ist ja immer auch der, dann dort nicht einfach in Anführungszeichen nur etwas nachzuspielen, wenn das auch mit Tributzollen verknüpft ist und positiv konnotiert ist, dann ist es dennoch ein Nachspielen existierenden Materials, sondern ihr wollt ja etwas Eigenes auf die Beine stellen, das aber eben eine Referenz oder einen klaren Bezugspunkt erkennbar macht. Ja. Ja. Ne? Die Einflüsse sind da zu einem großen Teil, wenn man euer Material hört, erkennbar. Wir reden ja nicht umsonst jetzt seit einiger Zeit schon von ABBA. Es gibt aber auch andere Einflüsse. Wie stellt man sich das vor? Welche Einflüsse hast du noch auf dich wirken lassen? Und welche Berührungspunkte oder welche Platten auf dem Teetisch bei Verwandten gab es da noch? Was gab es noch? Ein ganz wichtiger, zentraler Punkt ist bei mir auch Bach. Die Messen und die Kirchenmusik, diese Choräle spielen für mich eine große Rolle, unabhängig von ABBA. Aber ich weiß auch, dass das für Benny eine große Rolle spielt. Aber das wusste ich alles nicht, das habe ich mir irgendwann angelesen. Es gibt da einfach Parallelen. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir beide in Europa aufgewachsen sind und da Radio gehört haben und da in die Schule gegangen sind. Und dann nimmst du halt einen kulturellen Background mit. Und den habe ich halt sehr ernst genommen. Mhm. Und habe das auch so ein bisschen studiert und vertieft und ja. Aber ein bisschen studiert. Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also ich glaube. Also Bach spielt eine Rolle, Beethoven und Mozart auch, natürlich. Bei Popmusik hatte ich als Teenie noch eine sehr elektronische Phase. Also die klassische, sozusagen klassische Elektronik, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, die Ecke, habe ich lange Zeit gedacht, dass das mein Ding wäre. Das ging so 10 Jahre vielleicht. Und dann ist mir das ein bisschen langweilig geworden und dachte, vielleicht muss ich doch was anderes machen. Dann bin ich immer mehr in die Filmmusik rein, habe mich mehr mit Orchester beschäftigt, mit Orchestrierung. Und ja, und jetzt Gröner Lund ist im Grunde die Zusammenfassung all meiner Einflüsse in einem Projekt. Wie ja. Also es gibt auch diese elektronischen Klangfarben da drin.
Wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der jetzt nicht kunstschaffend ist, wie dein Gesprächspartner? Man hat da Einflüsse von außen, man hat also du Referenzpunkte. Ja. Wie sehr lässt man das an sich ran? Es gibt einfach bestimmte Passagen in Songs oder in Konzerten, die dich umhauen. Mhm. Und als Künstler gehst du hin und fragst, warum haut mich das so um? Und dann näherst du dich dem und analysierst es und versuchst zu verstehen und nimmst das mit in dein Vokabular als Verständnis, nicht als Kopie, aber so als Grammatik. Ja, das ist die Selbstverständlichkeit, von der du gesprochen hast. Das ist deine Handschrift dann sozusagen. Das machen wir, das ist ein ewig werdender Prozess, der nie abgeschlossen ist, und dadurch entsteht langsam deine individuelle Stimme als Künstler, glaube ich. Ja, ich stelle mir das schwierig vor, auf der einen Seite Inspirationen zuzulassen von anderen Künstlern und Kunstschaffenden, auf der anderen Seite diesen Blick über den Tellerrand nicht zu übertreiben, um nicht seine eigene künstlerische DNA zu verlieren, sozusagen. Ja? Ja, es ist was anderes, mal eben einen Song zu kopieren, als da mehr an die Wurzeln zu gehen und wirklich zu verstehen, was da passiert, und das dann mehr zu assimilieren, als zu kopieren. Was ich mir, wie gesagt, sehr schwierig vorstelle, weil du hast ja als hauptberuflicher Musiker, nur du hast es gerade gesagt, Filmmusik, du hast für Arte Produktionen geschrieben, machst das also hauptberuflich und dann eben jetzt Grönelund als Band. Du bist hier in alle Richtungen eingespannt und fragt man sich dann, wie intensiv kann man sich dann da noch mit anderen Künstlern und deren Schaffen? Meine Filmmusikkarriere hat arg gelitten die letzten 3-4 Jahre, wirklich nur mit dem Album beschäftigt war. Wir haben uns jetzt intensiv mit deinem Werdegang und deinem Antrieb oder deiner Motivation beschäftigt. Ich habe natürlich aber auch noch andere Gäste, und die Band besteht ja bei allem Zutun aus deiner Richtung nicht nur aus dir. Deswegen schwenke ich sehr gerne auch mal ein bisschen die Kamera in eine andere Richtung. Im Laufe der Geschichte von Grönelund gab es gab es zunächst mal auch andere Sängerinnen, die diese Position besetzt haben. Mit der jetzigen Besetzung bist du sehr, sehr glücklich. Das ist der Eindruck. Die Chemie scheint ja auch zu stimmen. Für die Sängerinnenpositionen hatten sich zig Sängerinnen hatten sich beworben. Es ist auch nicht so ganz einfach. Der eine oder andere ist da technisch nicht in der Lage, das zu liefern, was du dir vorstellst, Martin. Bei anderen ist es vielleicht fachlich technisch hervorragend, aber das passt dann stilistisch nicht. Also es ist ja ein ziemlicher Prozess. Ich hatte am Anfang auch nicht so viel anzubieten. Ich hatte ja am Anfang eine Vision und keine Stücke, die dich jetzt beeindrucken, wenn ich sie dir vorspiele. Das waren relativ flache Demos auf einem Laptop mit ganz viel Fantasie. In meinem Kopf klang das ungefähr so, wie es jetzt ist am Ende, aber das kann man halt niemandem erzählen. Und deswegen hatte ich auch viele Sängerinnen da, die wirklich gut waren, die ich auch gern gehabt hätte, aber die einfach nicht gesehen haben, wo das hinführt, und nicht geglaubt haben, dass da was draus wird. Umso größer oder umso tiefer muss man den Hut dann ziehen vor den drei Damen, die jetzt Grönelund sind. Ja. Die haben das offensichtlich erkannt, die teilen deine Vision, und deswegen würde ich euch gerne mal bitten, ich fange noch mal links bei dir an, Caro, was zu euren stilistischen Vorlieben zu sagen, oder wo ihr musikalisch herkommt, was euch musikalisch treibt. Ist es auch Bach oder Mozart, oder wie sieht es da aus? Musikalisch komme ich aus einer etwas anderen Richtung. Bedeutet das, was bei Martin erstmal die Klassik und dann ABBA war in der Kindheit, waren bei mir Musical. Ich habe, glaube ich, mit 10 das erste Musical gehört und war hin und weg. Das war mein Mindblowing-Moment als Künstlerin. Weißt du noch, was es war? Das war Elisabeth. Okay. Das Sissi-Musical. Und da habe ich gesagt, Mama, Papa, ich werde Musical-Darstellerin. Und Mama, Papa haben mich immer unterstützt. Thumbs up dafür. Aber sie haben gesagt, okay, du machst erstmal dein Abi. Und dann kannst du machen, was du möchtest. Klassiker, ne? Klassiker. Weil mit 10 war das noch so, ach, Schule, ich werde jetzt direkt auf die Bühne gehen. Und das fanden sie jetzt noch nicht so gut. Ist aber auch fein. Ich habe mein Abi gemacht und bin nach Hamburg und bin Musical-Darstellerin geworden. Und habe da aber gemerkt in dem Prozess, dass das tatsächlich schöne Songs sind, aber der Tiefgang mir irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Tiefgang nicht, weil die Songs keinen Tiefgang haben, sondern weil ich den da nicht so entwickeln konnte, wie ich das wollte.
Und bin dann tatsächlich nach dieser Karriere sozusagen dann an Martin gekommen, genau. Das war dann Facebook, ganz klassisch. Ist auch mal sowas gut. Ja, ich habe nicht nach Dating-Formaten gesucht, sondern nach einer Band und habe gesagt, okay, wer sucht etwas, was ich bringe oder was ich auch geben kann. Und da stand ganz klassisch Mezzosopran, gerne irgendwie in die Musical-Richtung auch so ein bisschen, Pop-Richtung. Und wir sind eine Band in Köln. Und dann war ich, here I am, nämlich. Zu dem Zeitpunkt hast du dann auch in Hamburg. Die erste, die geschrieben hat, ja. Und schrieb, glaube ich, das würde passen wie Arsch auf Eimer. Das habe ich bestimmt nicht geschrieben. Ja, kann gut sein, dass ich das geschrieben habe. So war es dann auch. Genau. Ja, guter Türöffner, ne? Du wolltest, glaube ich, fragen, ob ich zu dem Zeitpunkt noch in der Musikbranche gearbeitet habe. Ja. Nein, habe ich nicht mehr. Okay. Ich war ein Jahr in Marokko. Mhm. Da ein paar Produktionen mitgemacht, vor allem auch, und das war vielleicht auch mein Moment, wo ich aber noch mal mehr kennenlernen durfte, war, dass wir Mamma Mia aufgeführt haben und ich da noch mal gemerkt habe, Musicals bedienen sich oft Popliedern, bedeutet, viele Musicals haben Lieder, die aus der Popszene kommen, aber Mamma Mia ist einfach aber. Da hat man nichts geändert. Da hat man nicht gesagt, man nimmt mal von dem was und von dem und komponiert noch mal einen Song mit dazu, sondern das Musical Mamma Mia ist tatsächlich wirklich einfach die ABBA-Songs. Und das ist das Faszinierende daran. Da hat man nichts groß abändern müssen, weil es einfach so stilistisch wunderschön ist. Und ich habe dieses Musical so gerne gespielt. Und gerade Gimme Gimme ist einer meiner Songs, wo ich echt sage, da geht mir das Herz auf, weil da tanzt du einfach direkt mit. Da musst du gar nicht irgendwie groß den Choreo haben, sondern bist einfach direkt mit am Moven. Und das war für mich so mein Moment, wo ich gesagt habe, hey, das ist der Hammer. Und deswegen, ja, bin ich dann nochmal einen anderen Weg gegangen, arbeite derzeit auch nicht mehr als Musical-Darstellerin, bin aber umso glücklicher, dass ich jetzt eine Band habe, wo ich einfach mich mehr entfalten darf als die Person, die ich auch bin und nicht auf einer Bühne hinter einer Rolle. Okay. Das war für mich so, wir sind sehr weit abgeschwiffen, aber das war für mich so der Moment, in dem ich auf Martin getroffen bin. Genau, der Arsch auf Eimer ist dann ins Studio zu dir gekommen. Und wir haben ein bisschen was rumprobiert und in dem Moment dachte ich, oh Gott, bringst du überhaupt das mit, was er sich wünscht? Ich war direkt in so einer Casting-Situation vom Musical. Er hat mich direkt auch voll unter Druck gefühlt und der Martin hat mir das komplett genommen und hat gesagt, nee, weil wir sind nur dafür da, uns persönlich kennenzulernen, ob die Stimme passt und alles andere wird sich entwickeln. Und das ist das Besondere für mich an dieser Band, weil ich es auch anders erlebt habe, dass du direkt perfekt abliefern musst, um engagiert zu werden. Das war in dieser Band nicht so. In dieser Band habe ich mich weiterentwickelt und das sehr. Und da bin ich sehr dankbar für. Und dadurch bin ich ja in diese Band gekommen. Und das ist so mein Werdegang. Musical ist schön, aber selber Songs mit auch irgendwie stilistisch mitzuentwickeln, dabei zu sein, in so einem Konstrukt zu sein, wo man sich gegenseitig hilft, gegenseitig aufbaut, ist einfach was ganz Besonderes und deswegen höre ich jetzt auf zu reden, weil das ist tatsächlich der Werdegang, den kann man nicht so in einem Satz runterreden. Ja. Was ja sehr, sehr interessant ist, ist diese will man es Zufall nennen? Nein, eigentlich nicht. Nur mit dem ABBA-Musical, das ist ja wirklich eigentlich ein Treppenwitz, dass so jemand dann auch in einer solchen Band landet mit dem Antritt, den ihr habt. Und das andere ist eben dieser Gegensatz zwischen, sagen wir mal, einem Hired Gun, ne? Der soll kommen, der soll liefern und der kriegt genau dafür, das ist dein Job, nicht mehr, nicht weniger. Richtig. Und hier kannst du dich einbringen und dass sich das ganz anders anfühlt und offensichtlich besser, das ist ja schön und dann geht man da natürlich auch entsprechend dran an seine Beschäftigung. Ja, absolut. Also wir sind, glaube ich, alle nicht in der Band, weil wir sagen, wir wollen jetzt von jetzt auf gleich, also das hat Martin auch ganz ehrlich gesagt, du wirst jetzt nicht das große Geld direkt verdienen, wir werden jetzt nicht direkt hier durchstarten, das ist was, das entwickeln wir alle zusammen. Egal, an welchem Punkt du in die Band gekommen bist, du bist ein maßgeblicher Teil, der das auch mit weiterentwickelt.
Und das ist auf der einen Seite natürlich erstmal okay, wir müssen da ran, das ist viel Arbeit. Und auf der anderen Seite einfach eine große Chance, nochmal bei was mit dabei zu sein, wo du eben nicht direkt das abliefern musst, was man von dir erwartet, sondern selber gucken kannst, wie finde ich mich da drin, wie finden wir uns als Band. Das war für Martin natürlich auch spannend, weil du hattest viele Charaktere in der Band und jetzt sind wir da. Und auch das passt wieder wie Arsch auf Eimer, muss ich dann so sagen. Und ja, das ist was ganz Besonderes. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt ja, dann endlich auch mal in den Startlöchern steht mit dem Album. Da freuen wir uns alle drüber. Ich schaue die Mail an und darf wahrscheinlich davon ausgehen, dass du nicht in Marokko bei einem ABBA-Musical mitgemacht hast. Du hast eine andere Geschichte. Ja, ein bisschen. Oh mein Gott. Bei mir ist das Leben eigentlich unfassbar bunt. Also Musik hat bei mir schon super früh angefangen. Ich glaube, ich stand mit 4 zum ersten Mal mit meiner Schwester auf der Bühne. Also ich bin mit Musik groß geworden. Bin dann so in diese Irish Folk-Szene eingetaucht, weil meine Schwester Folksängerin war. Und bin mit denen immer unterwegs gewesen. Und Musik war dann für mich immer das Nonplusultra. Ich habe dann super früh Gitarre gelernt, Gesangsunterricht gehabt, ganz viel Musik gemacht. In Berlin schon vor riesen Publikum gestanden, viel gecovert damals noch. Habe aber mit 14 zum Beispiel mein erstes eigenes Konzert gegeben, mit nur meinen eigenen Songs. Und so hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich dann auch in Berlin Gesang studiert habe und wollte dann auch unbedingt einen klassischen Gesang irgendwie nochmal so ein bisschen mit drin haben. Habe mich dann da auch nochmal ausbilden lassen, habe dann gemerkt, ja, nee, ist nichts für mich. Mag ich nicht. Ja, aber nein. Genau. Und war eigentlich immer ein Mädchen, was total im Soul und Rock zu Hause war. Bin aber dann auch durch meine Mama mit Deutsch, Pop, Schlager und eben ABBA aufgewachsen, weil wir immer in den Urlaub gefahren sind mit einer Marianne Rosenberg-Kassette und ABBA. Und dann ging es immer los. Da wurde dann viel Mama Mia gesungen, da wurde dann gesungen, er gehört zu mir. Und so war das dann, ja. Und als ich dann größer geworden bin, habe ich immer noch ganz viel Musik gemacht, viele Solo-Auftritte. Ich habe auch wirklich schon ganz, ganz große Konzerte gespielt, also deutschlandweit vor, ja, ich glaube, 10.500 Leuten. Das war, glaube ich, das Größte. Bin ich mal mit dem Prinzen zusammen aufgetreten. War dann zwischendurch auch noch mal in Los Angeles und hatte da bei der Weltmeisterschaft für freie Künste mitgemacht. Das ist eine Weltmeisterschaft für Musik. Ich habe Deutschland da am Rockgesang vertreten mit meinen eigenen Songs, die ich selbst geschrieben und komponiert habe. Und ja, habe dann Silber und Bronze mit nach Deutschland genommen. Und dann, das war glaube ich sogar schon in der Grüner Lund-Phase. Und ja, das hat sich bei mir immer so alles entwickelt. Hier in Köln habe ich selber dann noch 2 andere Musikprojekte und dann bin ich zu Martin gestoßen. Und zu Martin gekommen bin ich eigentlich, weil ich eine Ausbildung als Synchronsprecher gemacht habe. Das Studio dann, ne? Ja, bei Martins besserer Hälfte. Und da habe ich einen Vortrag gehalten über die Stimme und habe 2, 3 Sachen gesungen, wo sie dann meinte, ach, das würde aber passen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Wie das Leben so spielt. Manchmal ist das großartig. Aber das sind ja Geschichten. Sarah, wie sieht das denn bei dir aus? Du bist ja das Küken, haben wir schon festgestellt. Ja. Erzähl mal ein kleines bisschen. Dennoch hast du ja eine Geschichte. Ja, ich habe auch eigentlich schon immer Musik gemacht. Also meine Eltern, denen war das auch wichtig, dass ich immer, woran ich Spaß hatte, das auch machen durfte. Also ich habe sehr lange Blockflöte gespielt, hatte auch ganz kurz Klavierunterricht, bis ich dann irgendwann überfordert war und dachte mir, nee, das sind 10 Finger, die ich gleichzeitig bewegen muss, das ist überhaupt nicht meins. Und dann bin ich irgendwie zum Gesang gekommen, erst halt Chöre und dann klassischer Gesangsunterricht ein paar Jahre, habe dann auch dadurch, dass ich bei Jugend musiziert mitgemacht habe, und mit meinem Begleiter geprobt habe und seine Mutter hat das dann irgendwie auf Facebook gestellt. Da hat Martin das Video gesehen und dachte sich so, die würde eigentlich ganz gut passen. Ja. Und dann haben wir es getroffen. Das war an der Stelle in der Band, wo ich dachte, ich breche zusammen. Ich weiß nicht, wie ich das Projekt weiterführen soll. Da hatten wir gerade Knies mit der alten Besetzung und das ging überhaupt nicht weiter. Und dann war da plötzlich dieses Video auf Facebook und da habe ich mich sofort hintergeklemmt. Ich wusste noch nicht mal, dass dieses Video existiert, ehrlich gesagt. Ja. Bis dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob
du mir direkt geschrieben hast oder ich das über andere Ecken erfahren habe. Auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen und es hat irgendwie gepasst. Ja. Und das, ja, ich habe auch wie Caro dann Musical studiert in Hamburg, auch fertig gemacht, aber auch gemerkt, nee, das ist es nicht ganz. Jetzt studiere ich populäre Musik und Medien, das ist es dann schon eher und passt ja auch besser zur Band. Ich hoffe einfach, dass ich mit dem Studium auch noch ein bisschen mehr Martin unter die Arme greifen kann, was dann vielleicht nicht nur das Singen angeht, sondern ja, auch ein bisschen was dahinter steckt. Es gibt ja bei den Stimmlagen sicherlich Unterschiede. Welche Stimmlage bedient ihr denn jeweils? Ich bin von der Stimmlage her, wenn das jetzt jemandem was sagt, Mezzosopran, bedeutet eigentlich immer in der Mitte angesiedelt, kann auch etwas in die Höhe. Aber tatsächlich, und das nutzt Martin auch sehr gerne, sind meine Tiefen tatsächlich meine Stärke. Einfach weil du Tiefen im Gesang nicht so krass lernen kannst wie Höhe. Tiefe ist dir meistens gegeben. Das kannst du dann auch immer noch ein bisschen bringen, aber je tiefer es geht, desto mehr muss es einfach irgendwo da sein. Und so wie Sarah erzählt hat, war auch ich länger im Chor unterwegs und da wurde ich sehr gern auch in den Alt gesetzt. Das sind immer die Tiefen, die irgendwie den Teppich legen, die Harmonien setzen für die Melodie oben drüber und auch gern mal in den Tenor. Also ich war so oft auch bei den Männern unterwegs. war dann immer für mich immer so, okay, jetzt echt wieder. Aber ja, die sind immer dünn besetzt, deswegen hat man mich da immer dazu gesetzt. Also ja, genau, die Tiefe. Okay, aber wenn ich da kurz was zu sagen darf, die Qualität, die Caro in die Aufnahme und in die Endmischung bringt, das ist wirklich die Wärme. Wenn ich die Chöre mische mit allen Stimmen drin und Caro rausnehme, fängst du an zu frieren. Dann tust du Caro wieder rein und dann ist es wow. Wird's muckelig. Ja, wird's muckelig. Sie ist super wichtig. Okay. Ja, für den Gesamtsound. Und, ja. Ich bin sicher, die Mabel ist auch super wichtig. Ja, ne? so diese extra Wärme, das ist Caro. Ja, okay. Mabel, ich gucke dich erwartungsfroh an. Ach so. ja, ich bin von der Stimmlage her Sopran. Bin immer relativ weit aufgestellt, nach oben, nach unten. Und bei Grüner Lund, ich glaube, da kann ich gar nicht so richtig sagen, wo ich da immer bin. Natürlich meistens in der Mitte dann. Ja, so würde ich das eher, ich kann das gar nicht so richtig sagen. Also weil das bei uns immer so variiert, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich in jeden Chören immer meine feste Position habe, wie Caro jetzt, wo sie sagt, hey, ich kann da immer schön von unten die Wärme bringen. Ich glaube, das ist bei mir dann auch immer noch so die Sache, dass ich so eine Stimme habe, die immer vielleicht polarisierend ist vielleicht an der Stelle auch. Das hat ja auch mit Komfortzone zu tun, denke ich mal. In welchen Ranges fühlt man sich wohl? Wo glaubt man am meisten auch, der eine will drücken, der andere will ganz leise und klein klingen. Und das hat ja dann viel mit Wohlfühlzone zu tun. Ne? Genau, das ist bei mir die Wohlfühlzone, wo ich schmettern. Du hast von Rock und Soul gesprochen, ja. Genau, das sind dann immer so die Passagen, die Martin mir auch mittlerweile echt schön einbaut, wo ich dann mal so meine Soul-Seite rauspacken kann und dann einen raushauen kann. Nichtsdestotrotz finde ich die sanften Töne auch schön. Aber das ist schon, da fühle ich mich schon mal zu Hause, ne, wenn ich da mal einen raushauen darf. Raushauen ist gut. Bei raushauen gucke ich die Sarah an. Also da, du haust doch bestimmt auch mal gerne einen raus. Ja, aber bei mir ist es eher gegenteilig. Ich fühle mich sehr wohl in den Klangteppichen und in den Chören, wenn es so gemischt wird, um da so ein bisschen einfach ja, diese Wall of Sound ein bisschen zu, ich will jetzt nicht stabilisieren sagen, aber ich glaube, man kann meine Stimme ganz gut mischen, untermischen. Und ja, ich bin auch eher Sopran, singe öfter mal oben so ein bisschen rum. Und wenn wir von diesen verschiedenen Gesangsbereichen sprechen, die Frage geht an alle vier, wie stellt man sich das vor im Entstehungsprozess eines Grönerlund-Songs? Gibt es wahrscheinlich eine Vorgabe, ein Gerüst oder einen Grundgedanken, eine Grundmelodie und so weiter? Wenn es dann in die Detailausarbeitung geht, der einzelnen Gesangslinien, wer singt wo, was, wie viel, wie laut, oben, unten, Mitte, weiß ich nicht, laut, leise,
Ist das dann, ist dieser Teil ein gemeinschaftlicher Prozess oder ist das dann schon so, dass du sagst, Martin, am Ende des Tages machen wir es, danke für den Input, aber wir machen es bitte so, wie ich es mir vorstelle. Beide Prozesse wären für mich vorstellbar. Das gesamte erste Album ist, die meisten Songs, die ich dafür geschrieben habe, habe ich geschrieben, als ich die drei noch gar nicht kannte. Ja. Und als ich auch weniger Erfahrung damit hatte, wie schreibe ich denn jetzt am besten für Sängerinnen? Ich hatte da nur theoretisches Wissen und wenig praktisches Wissen. Das ist jetzt mittlerweile anders. Und als dann die ersten Sängerinnen kamen und die Songs mal ausprobiert haben, waren die meisten Sachen alle viel zu hoch. Dann haben wir die schrittweise nach unten transponiert und es gibt immer noch Stücke, die immer noch zu hoch sind, aber wir haben es irgendwie hinbekommen, Mabel, ne? Das ist irgendwie auch beeindruckend und charmant jetzt, aber eigentlich, ich glaube, ich schreibe nicht mehr so hoch in Zukunft. Ich kenne die drei Stimmlagen jetzt auch viel besser und weiß genau, wo die hingehören und ich weiß bis in einzelne Töne, wer wo seinen starken Ton hat. Das wusste ich alles bei den meisten Songs nicht, als ich sie geschrieben habe. Und auch zum Thema Entwicklung, wo entwickeln sich die drei stimmlich hin? Also für zukünftige Songs, die wir noch machen werden, ich glaube, da werden wir noch ganz anders unterwegs sein, weil erstens das Schreiben viel besser stimmt und weil das Selbstvertrauen gewachsen ist. Und, also, ich glaube, das Album ist jetzt echt gut geworden, aber das nächste wird, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, weil wir einfach viel mehr wissen, was wir tun, jeder in seiner Rolle. Ja, der Aspekt, dass die Sängerinnen, die das jetzt vertonen, was dir vorschwebt, zu dem Zeitpunkt des Entstehens noch nicht da waren und die Stimmfarbe noch nicht 100%, ich glaube, wie soll das wiedergespiegelt werden? Das ist klar. Da hatte ich nur meine Aber-Fantasien im Kopf und dachte mir, das singt Frieda, das singt Agneta. Ich werde schon jemanden finden, der das irgendwie hinkriegt. Was dann ja auch sehr gut gelungen ist. Ja, aber die Praxis sieht immer noch mal anders aus. Gut, bleiben wir noch mal ein bisschen im Hier und Jetzt. Wenn da schon die Triebfeder angespannt ist für künftige Aktivitäten, ist das ja super und auch schön zu hören. Aber gucken wir uns noch mal an, was jetzt in allernächster Zukunft ansteht. Das ist nämlich das aktuelle Album. Was ist denn der Lieblingssong von euch auf dem Album, vom eigenen Album? Du guckst schon wieder mich so. Ja, ich bin ein Mann, ich denke einfach. Ich habe mir jetzt eine Reihenfolge ausgedacht, die behalte ich bei. Wir halten die Reihenfolge bei, nein, alles gut. Wir haben die Fragen ja vorher schon so ein bisschen auch gesehen und wussten, was so auf uns zukommen wird von deiner Seite aus. Und mir fällt es tatsächlich trotzdem sehr schwer, weil ich mag sie alle sehr gerne und hab nicht den einen, weil es ist irgendwie, weil es so facettenreich ist. Kannst du nicht sagen, der eine ist es und die anderen stinken dagegen ab. Nee, das geht nicht. Wenn ich mich jetzt auf zwei begrenzen würde, ist es einmal Whatever We Do to Music und Eye of the Hurricane. Danach folgen aber sehr viele, sehr nah. Dementsprechend, beide sind noch nicht released. Gerade rede ich über Songs, die kennen die Menschen noch nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn sie dann hören dürfen. Mal sehen, was dann auch von draußen für ein Feedback kommt. Ne? Das ist ja nur Positives. Natürlich. Mabel, wie ist bei das? Tust du dich etwas leichter, dort einen persönlichen Favoriten festzulegen? Oder gar nicht. Also Favoriten kann ich sowieso nicht festlegen. Ich habe viele Lieder, wo ich tolle Erinnerungen dran habe. Für mich sind das speziell The Curse und Forgiven. Das klingt, so klingt ein Insider-Lächeln oder ein Insider-Lachen. Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich bei The Curse im Studio stand und meine Wangen gestreichelt habe, um mir selber Gänsehaut zu bereiten, damit ich die Gänsehaut übertragen kann in meine Stimme. Und weil das war einfach wahnsinnig viel Arbeit. Diese Songs waren so, um erstmal zu verstehen, was Martin auch damit ausdrücken wollte, was Martin da empfunden hat. Und das dann auf mich zu übertragen und dann in die Stimme, das war
war so ein riesiger Prozess. Das war eine Quälerei, oder? Es war Folter. Dafür vertragt ihr euch inzwischen wieder recht gut, finde ich. Ja. Ich stand vielleicht auch zwischendurch mal da und habe geweint, was natürlich nur die Emotionalität des Songs geschuldet war. Und bei Forgiven ist es für mich aber auch, ich habe noch diese Erinnerung, wie ich mit Martin da irgendwo hingefahren bin, ich weiß nicht mehr wo, wo ein Klavier stand und wir Forgiven probiert haben, so aufzunehmen, weil ich wusste, dass Martin damit nach Schweden fährt, zum Janne Schaffer. Und ach Gott, das war für mich alles sehr, sehr aufregend. Was jetzt aber mein Lieblingssong ist, um wieder auf die Kernfrage zu kommen, ich würde auch sagen, After Hurricane ist es und für mich persönlich auch Forgiven. Ja, gut. Also Sarah, du merkst schon, meine Fragen werden hier großteils ignoriert. Wir können das auch bei dir dann auch gerne auf zwei Lieder erweitern, wenn es euch hilft. Ich muss auch sagen, es ist sehr schwierig, weil also in jedem Lied haben wir alle so viel gemacht und auch wenn man es vielleicht nicht hört, alleine diese ganzen kleinen Chor-Sachen oder ja, Wall of Sound, die da drin stecken, es ist irgendwie jedes Mal, wenn ich diese Lieder höre, denke ich mir so, ja, und da ist noch was und da ist noch was und da ist noch was, also ich kann mich wirklich nicht festlegen. Aber ich muss auch wie Caro sagen, es gibt vor allem in Whatever We Do to Music und Eye of the Hurricane so ein paar Stellen, wo ich echt jedes Mal sehr Gänsehaut kriege. Und ich, aber auch alle anderen Songs, also auch wenn ich jetzt dran denke an Till Your Door Is Open, das ist jetzt, da haben wir sehr lange nicht mehr dran gearbeitet, aber ich habe das jetzt letztens nochmal wieder frisch gehört und das ist einfach auch ein wunderschöner Song. Nochmal für dich entdeckt, neu entdeckt so ein bisschen. Martin, abschließend von dir, die Herausforderung ist für dich nicht weniger groß. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Ich finde den Moment groß, wo Jana sein Solo in Forgiven spielt, da fange ich schon auch an zu schweben. Das war eines der letzten Sachen, die ich noch arrangiert habe, bevor ich nach Schweden gefahren bin. Da habe ich mir gedacht, mach das Solo doppelt so lang, ne? Der Jana braucht Platz und das war eine gute Entscheidung. Ja, die Stelle mag ich sehr. Ich glaube, A New Tomorrow, das ist der letzte Song, den wir aufgenommen haben. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß eher, welche Einzelspuren nicht so gut gelungen sind. Das ist natürlich die Sichtweise des Produzenten, des Kreativen. Die wollen wir hier aber gar nicht weiter beleuchten. Ich könnte viele Fehler aufzählen. Oh nein, bitte nicht. Betrifft nur Instrumentalsprint. Wenn die Kamera da bitte mal zu den drei Damen schwenken könnte. Die Reaktion ist bemerkenswert. Oder so klar, vielleicht ist es etwas einfacher, den Lieblingssong von ABBA zu benennen aus deren gesamten Katalog. Wir fangen nochmal bei der Caro an. Sehr gerne. das ist tatsächlich auch wieder sehr schwierig. ABBA hat eine Menge Songs gemacht, aber bei mir, und das ist tatsächlich mit der plakativste Song, den man nennen kann, ist es Gimme Gimme. Einfach, weil das Intro so ins Ohr geht und ich vorhin auch schon gesagt habe, zu dem Song kann man einfach mittanzen. Also das ist wirklich so dieses, da bewegt sich einfach direkt alles, wenn man diesen Song hört. Und deswegen wäre das so der Song, der für mich sehr prägend ist. Und ich finde es auch sehr lustig, wenn du die heutige Musikgeschichte anschaust, wie viele Leute diesen Song covern. Wie oft jetzt dieser Song irgendwo in einem Housebeat oder in den Charts nochmal auftaucht. Und das ist dahingestellt, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber es ist prägend.
Und das finde ich tatsächlich ja, sehr bemerkenswert bei diesem Song. Der hat dich bewegt, Mabel. Was hat dich bewegt bei ABBA? Für mich ist der schönste Song Slipping Through My Fingers, weil der mich immer wieder an meine Mama erinnert. Ich war damals, als der Film Mamma Mia, der erste Teil, rauskam, mit meiner Mama in Stralsund im Kino. Und da wurde dieses Lied gespielt und diese ganze Inszenierung des Songs hat mich so berührt und hat einfach sowohl meine Mama als auch mich in dem Augenblick zu Tränen gerührt. Und seitdem ist das für mich wirklich das schönste Lied von ABBA. Und bei der Sarah sieht es wie aus? Ja, auch schwierig, weil ich glaube, man kann sich da nicht auf einen Song konkret festlegen. Ich habe früher mit meiner Schwester immer zu den ganzen ABBA-Songs Choreografien gemacht. Ich glaube, es ist vielleicht Thank You for the Music, weil ich das auch auf der Blockflöte als erstes gespielt habe. Also wahrscheinlich sowas. Auch einer aus der ersten Reihe. Ne? Martin, der eine ABBA-Song, jetzt bin ich gespannt. Den gibt es nicht. Ich könnte die aber 10 aufnennen, die alle gleich wichtig sind. Okay. Und super wichtig. Und es handelt sich dabei nicht um die Best of Volume 2 Tracklist, sondern so. Es ist dabei Gimme, 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 weil der mich auf ABBA aufmerksam gemacht hat. Dann eine große Rolle spielt bei mir I Let the Music Speak. Das ist der tiefste Song einfach. Für mich, weil das ungefähr mein Zugang ist, der da textlich auch besungen wird. Ich fühle mich da sehr zu Hause. I Wonder ist wichtig. I Wonder war die Inspiration für Forgiven. Dann aus der leichten Fraktion Super Trooper. Dieser Song fasziniert mich, weil er so simpel ist. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum er so gut ist. Ich verstehe alles an diesem Song, aber nicht, warum er so gut ist. Das, ja. Eagle ist auch super wichtig vom Gesamtsound. Dieses. Dass der erste Song aber im Hintergrund mit dem Sound anfängt, so ein bisschen breiter und epischer zu werden. Das ist auch der Song, wo Jan Schaffer Gitarre spielt und Wesentliches dazu beiträgt, dass dieser Song so abhebt. Der Song ist auch eine großartige Komposition. Ja, Eagle ist sehr wichtig. Dann vielleicht belasse ich es dabei, aber mir würden noch... Na komm, die Top 5, die kriegen wir noch voll. Den einen, den machst du noch. Dann haben wir die A-Seite. kannst ja noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, es sind so viele. Ich weiß nicht, welchen ich jetzt nehmen soll. Ich hätte jetzt gedacht, ganz verrückte Auswahl, so aus der vierten Reihe, hätte ich gedacht, weil du aus der Synthesizer-Ecke und dieses Intro von Elaine ist so abgepfiffen, das ja, wäre eine Wahl. Song mag ich nicht so. Tatsächlich. Ah, okay, cool. Okay. Nee, ich muss jetzt auch weg. Das ist dieser Kirmesorgel vorne, ne? Ja, manche sagen Kirmesorgel dazu. Ja, ich finde das ausgesprochen mutig. Das ist ein Polymoog, glaube ich. Ja. Ich finde es sehr mutig und bemerkenswert, diesen Song so zu beginnen. Ja. Aber, Lirum Larum. Martin, versuch doch mal, deine drei Sängerinnen mit jeweils drei Worten oder wenigen Worten zu charakterisieren. Ach so. Oh Gott, das ist jetzt Küchentischpsychologie. Nein, das muss schnell kommen, dann ohne langes Nachdenken. Was fällt dir ein? Wie würdest du Sarah jemanden beschreiben, der sie nicht kennt? Unsicher. mein Gott. Oder der fünfte ABBA-Song in der Reihe. Oder der fünfte ABBA-Song. Du kannst auch mit Mabel anfangen, das ist mir jetzt verhältnismäßig einerlei. Nein, die Sarah ist ein herzensguter, unfassbar talentierter Mensch, der nicht weiß, wie talentiert er eigentlich ist. Und ja. Gut, das ist ausreichend. Wie würde deine Schilderung von der Mabel ausfallen? Die Mabel ist charakterstark und expressiv und treu.
auch hier. Wunderbar, Ziel erreicht. Bleibt uns noch die Caro. Was ist deine Einschätzung oder was verbindest du als erstes mit Caro? Die Caro hat eine unglaublich warme Stimme, aber das habe ich ja schon gesagt, und ist auch super zuverlässig und auch ein herzensguter Mensch, aber die Mabel auch. Also, dann muss ich ja jetzt zweimal drauf drücken, ja? Okay. Damit das keine nur Herz, also das war das Erste beim Casting, ob es ein herzensguter Mensch ist, sonst hast du hier keine Chance. Das ist ein herzensguter Arsch auf einem Eimer, ne? Dem werde ich jetzt nicht mehr los. Damit die Runde nicht allzu lang wird, wäre mein Vorschlag, wenn ihr drei euch gemeinsam auf eine Kurzbeschreibung einigen könntet oder das einfach mal alles in ein Töpfchen schmeißt. Was verbindet ihr mit dem Martin? Was ist euer Eindruck in dem Bandgefüge? Wie erlebt ihr ihn? Jeder ein Wort? Nein, es geht jetzt nicht. Ich zähle nicht die Worte. Einfach nur das kurz und knackig. Was fällt euch als erstes ein? Wie würdet ihr den Martin beschreiben? Jemandem, der ihn noch nicht kennt. Wer muss anfangen? Ihr seid ja schon groß, das kann jeder, wie er möchte. Zu viel Entscheidungsfreiheit. Unglaublich aufopfernd. Mhm. Auch herzensgut, aber ich glaube, das Gleiche zieht sich gerne an. Bedeutet, er hat herzensgute, herzenswarme Menschen gesucht und das ist selber. Und aufopfernd insofern, sage ich einfach, weil er wirft alles in dieses Töpfchen, was du gerade angesprochen hast, um diese Band am Leben zu erhalten. Also ist wirklich noch der Motor dieser Band. Würde ich so sagen, genau. Von mir aus. Ich würde sagen, zielstrebig, sehr durchhaltend und übertalentiert. Das will ich, meine ich in dem Sinne, dass da so viel Kreativität und Talent drin steckt, dass Martin sich manchmal sogar selbst im Weg steht. Ja, würde ich auch sagen. So viel Kreativität kann manchmal gar nicht so in eine Sache gepackt werden. Und sehr einfühlsam, finde ich noch. Und ja, sehr hart arbeitend auf jeden Fall. Wenn da so viel drinsteckt, dann dürfen wir uns ja wirklich freuen und gespannt sein auf das, was noch alles kommt. Jetzt, wie gesagt, befassen wir uns erstmal mit dem, was akut vor der Nase steht, der Release von eurem Debüt. Darauf freuen wir uns. Grönerlund ist ja dein Baby sozusagen. Ja, jetzt kommen noch mal ein paar Fragen an dich. Deswegen in erster Linie, Martin. Was ich mich frage, ist, wenn du du bist Komponist, du entwirfst sozusagen, stellst die Musik auf die Beine, dann bist du auch noch Texter. Wenn man sich das anguckt, arrangieren tust du das Ganze auch und produzieren natürlich auch. Also bei dir laufen da wirklich alle Fäden zusammen. Wie macht man das? Wie stellt man sich das vor? Wie behält man da den Überblick? Mein Tag hat 24 Stunden. Wie sieht es bei dir aus? Das ist das sind vier Gründe, warum es so viele Jahre gedauert hat, bis wir denn fertig geworden sind, weil ich eben so viele Dinge in einer Person erstmal erledigen muss. Ich könnte gewisse Dinge outsourcen, aber das ist mit Kosten verbunden und das ist jetzt immer mehr so, dass wir mal Leute für Dinge bezahlen können, die sie für uns tun, weil wir so ein bisschen Förderung bekommen haben. Ja, aber im Wesentlichen bin ich, fürchte ich, auch ein Control-Freak. Ich muss ja mich überreden, Dinge abzugeben. Ja, ist ja auch ein Klassiker, ne? Das hast du nicht erfunden, das Problem. Ja. Wir reden jetzt über Grönerlund 2022, meinetwegen 2022, 2023. Wenn du nochmal zurückdenkst, wie würdest du das einschätzen im Vergleich zu dem Martin von vor? Wann hast du gesagt, habt ihr mit dem Thema begonnen vor acht, oder du in erster Linie vor 8 Jahren? Wie hast du dich da als Musiker entwickelt? Ich lege das Gründungsdatum von Grönerlund immer auf den Eröffnungstag des ABBA-Museums in Stockholm. Ja, dann sind wir also bei 9 Jahren in der Größenordnung. Ne? Ja, darauf. Das war im Mai 2013. Und da war ich eben am Eröffnungstag dort und da waren drei Mitglieder von ABBA. Benny, Björn und Frieda waren da und ich hatte das nicht geplant. Das war auch so mein erster Kontakt mit diesem ganzen Fan-Universum, was um ABBA so herum schwebt. Vorher war ich immer nur solitär als ABBA-Fan und da waren plötzlich ganz viele von dieser Sorte.
das waren sehr viele Eindrücke an einem Tag. Und dann habe ich auch noch Frieda mit viel Glück getroffen, obwohl ich es nicht geplant hatte. Ja, da standen Trauben von Fans, die alle darauf gewartet haben, irgendwie einen Jackenzipfel von irgendeinem Original aber kurz anfassen zu dürfen. Die standen alle am Haupteingang. Ich stand etwas abseits am Nebeneingang und da fuhr ein Auto mit getönten Scheiben vor und da stieg Frieda plötzlich aus. Und keiner hat es gemerkt, außer mir. Und da ich aber keiner von diesen Fans sein wollte, die da so direkt draufstürmen und Frieda schreien, habe ich mich 10 Meter entfernt gestellt und habe sie nur angeguckt. Fragend. Frieda ist ein sensibler Mensch und hat das bemerkt und hat mir zugewunken, come here quick. Und dann bin ich zu ihr und in dem Moment, ich bin 10 Meter auf sie zugegangen und mit jedem Schritt bin ich um einige Jahre jünger geworden. Als ich vor ihr stand, war ich 8 und habe kein Wort rausgekriegt. Und habe irgendwie, dann fragte sie plötzlich, what is your name? Martin, ich hätte dir so viel zu erzählen, aber ich krieg gerade kein Wort raus, habe ich gedacht. Und ich hatte das Notenalbum von Super Trooper dabei und einen Stift. Und das hat sie mir dann signiert. Ja, und ich war perplex. Ein völlig irrationaler Moment, weil man als erwachsener Mensch nicht damit rechnet, plötzlich so in seine Kindheit zurückkatapultiert zu werden. Ja, und das ist so der Moment, wo danach war ich irgendwie inspiriert und als ich nach Hause eben zurückkam, habe ich, glaube ich, 70% der Grünerlund-Songs geschrieben in relativ kurzer Zeit. So, ach, das heißt, ein so großer Teil ist so früh entstanden? Ja, die meisten Songs sind von 2013, 5 oder 6. Einer ist wesentlich älter, Forgiven, der ist schon 2008. Und dann gibt es noch 3, 4 neue, die wir dann zusammen noch produziert haben im Nachhinein. Aber der größte Schwung ist in einem Rutsch entstanden nach diesem Tag. Und deswegen ist das der Gründungstag. Oder, ja. Das war die Inspirationsbombe. Frieda war die Initialzündung, ja. Also das schwelte alles so vor sich hin. Ich hatte... Also dieser Druck stieg sozusagen, irgendwann musst du mal Songs schreiben, irgendwann musst du mal was Vernünftiges machen. Und die Frieda hat da so einen Funken dran gehalten und dann bumm. Okay. Ungefähr so. Wie muss ich mir das vorstellen bei der Entstehung der Texte? Gibt es, also das Musikalische ist das eine, das andere sind die Texte, beides sollte im Idealfall zueinander passen, aufeinander passen. Ja. Musik ist zuerst. Musik ist zuerst. Melodien sind zuerst. Ich sammle Ideen und kombiniere Abschnitte. Und also ich hatte am Anfang ein großes Projekt, wo 5, 6, 7 Songs alle gleichzeitig drin waren, alle komplett verstreut, verschiedene Ideen. Und dann kombinierte sich das immer mehr und wurde zu Songs. Welche Art von Ideen oder was treibt dich da? Worauf achtest du? Wodurch lässt du dich inspirieren bei den Texten? Die Texte mache ich meistens erst, wenn der Song wirklich fertig ist. Dann gibt es ein Refrain und dann... Also man stellt sich eine la-la-la gesungene Melodielinie vor und darauf passend wird dann eine Schablone mit dem Text. Ich weiß musikalisch ungefähr, wo ist die Hookline? Und meistens geht man irgendwie spazieren oder fährt Fahrrad oder ist in der Dusche oder was und plötzlich hast du ein paar Worte, die passen. Das kommt meistens, da, wenn man sich bewegt, kommen Worte. Okay. Das sind also so die wichtigsten Texte. Und das Ausarbeiten passiert dann, wenn man schon Ankerpunkte hat und das kann dann dauern mit dem Ausarbeiten. Da habe ich auch mit einem irischen Texter zusammengearbeitet, mit dem David Simmons, der mir dabei geholfen hat, dass die Texte auch wirklich Englisch sind und nicht eine Muttersprache. Zu Deutsch. Nicht Englisch. Genau, dass das Deutsch so ein bisschen rausgeschrieben, ja. Ja, okay. Aber trotzdem merkt man das, glaube ich, immer noch, dass das ein Deutscher ist, der diese Texte schreibt. Vermute ich mal. Aber den Weg über einen Muttersprachler zu gehen, das ist sicherlich
wenn man sich entscheidet, in einer nicht in der Muttersprache zu schreiben, sicherlich sinnvoll. Jetzt haben aber vor verhältnismäßig kurzer Zeit und auch verhältnismäßig unerwartet ein eigenes neues Machwerk veröffentlicht. Das war nicht unbedingt in der Form abzusehen. Nee, gar nicht. Wie oder was hat das mit dir jetzt gemacht, unabhängig von mal von Grönerlund betrachtet, das schauen wir uns gleich an. Wie wirkte das auf dich oder was hat das in dir ausgelöst? Wenn man den Hintergrund oder diese Begeisterung mit deiner Historie... Ich kann es nicht von Grönerlund lösen. Ich war schockiert in dem Moment. Das war ja meine ursprüngliche Idee, von ABBA wird kein Album mehr kommen. Ich fantasiere rum, wie sie vielleicht 1984 ein Album gemacht hätten. Was natürlich letztendlich nicht funktioniert, weil es mein Filter ist, der diese Songs schreibt. Aber das war mein Fantasieprogramm, um die Fantasie anzukurbeln. Und wenn dann plötzlich die Lehrmeister wieder auf der Bühne erscheinen und sagen, so, hier, bitteschön, jetzt haben wir doch noch ein Album gemacht. Da fühlte ich mich ertappt auf eine Art. Also ich wollte nie direkt aktuell das irgendwie vergleichen. Oder weil es sich für dich wie eine Konkurrenzsituation anfühlt? Wie stelle ich mir das vor? Das war, du hast was angestellt und Mama und Papa kommen nach Hause. So war das. Ja. Ja. Okay, ich finde das schon ziemlich extrem, diesen Vergleich. Also, aber auch sehr ehrlich. Ziemlich bemerkenswert. Ich meine, nicht, du musst dich ja in keiner Weise, also in gar keiner Weise mit dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt, vor irgendwas verstecken, geschweige denn rechtfertigen. Ja. Und eine Inspiration, eine Referenz oder ein Tribut oder wie auch immer man das nennt, ist ja alles gut. Mhm. Ja. Ja. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das komisch war. Ja, das war komisch. Ja. Wieso heißt es so, wie es heißt? Ich treibe mich ja in sozialen Medien rum. Und ein guter Kollege und Freund von mir, Matthias Hornschuh, ist ein Facebook-Freund von mir auch. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Anlass das war, aber das ist jemand, der sich für die Musikerbranche und Komponistenbranche extrem selbstlos ins Zeug legt, bei Fragen des Urheberrechts, politisch einfach. Und wir sind dem alle sehr dankbar. Und ich weiß den Anlass nicht mehr genau, aber er bekam für irgendetwas, was er gemacht hat, einen großen Zuspruch und Herzchen und was weiß ich noch alles. Einfach eine positive Welle sozialer Rückmeldung seiner Facebook-Freunde. Und dann meinte Matthias Hornschuh, weil da gerade so dieses Thema war, Shitstorm im Internet kommt immer wieder und so. Und dann meinte der Matthias dazu, das ist ja hier ein Love Storm, das wäre ja unglaublich. Und dann dachte ich, jupp, so heißt unser Album. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich unser Album so nennen darf. Und dann meinte er, ja, natürlich. Und so ist das jetzt. Weil wir auch schon ein bisschen politisch sind in den Texten und die Gesellschaft ein bisschen aus unserem oder meinem Blickwinkel kommentieren und die Zeiten gerade sind politisch nicht so einfach und eigentlich während ich an diesem Album gearbeitet habe, ist es auch immer schwieriger geworden politisch in den USA bei uns. Das, egal, das Weltklima. Und jetzt haben wir noch einen Krieg oben drauf und nach dieser Covid-Seuche und wir versuchen trotzdem irgendwie gute Motivation zu verbreiten, obwohl wir da die Augen nicht vor zumachen. Musik ist keine Weltflucht, aber es ist eine Kraft, wo man sich auftanken kann. Und
Love Storm ist einfach das Positive, was wir dagegen setzen. Oder wir würden gern der Schmetterling sein, der diesen Love Storm auslöst. Am Amazonas. Ja. Okay. Anreiz für ein neues Lied. Ja. Eine Frage, die euch von Seiten eurer Zuhörer gestellt wurde, die ich ganz interessant finde, die nochmal speziell auf euch zielt, ist, ob ihr im Zuge der Entstehung dieser Platte und kommender Veröffentlichung eventuell, ob ihr euch für die Stimmen irgendwo speziell vorbereitet habt, um möglichst nah an eine Klangfarbe oder eine stimmliche Erscheinung von den Sängerinnen von ABBA heranzukommen, wenn doch der eine oder andere Song da mit einer ganz starken Referenz aufwartet. Gab es da irgendwo das Bestreben, das möglichst sich da genau drauf, gezielt drauf vorzubereiten, auf die Stimmen von Anna und von Agnetha und Annafried? Darf ich anfangen? Klar. Ich finde, man muss genau jetzt hier sagen, wir sind definitiv nicht ABBA, sondern wir sind Caro, wir sind Sarah und wir sind Mabel. Und wir müssen uns davon lösen, auch dass Menschen, die ABBA gut finden, ja, unsere Musik wahrscheinlich auch gut finden oder auch nicht, ne? Das sei ja dahingestellt. Aber wir sind nicht die. Und das müssen wir, glaube ich, immer mehr und immer intensiver auch herausarbeiten, sondern wir sind unsere eigenen Stimmtypen, wir sind Unikate, so wie wir sind. Und so entstehen auch in der Kabine und währenddessen und während man sich das Lied anhört, denke ich, also ich kann jetzt da von mir sprechen, so entsteht die Stimme in Zusammenarbeit mit Martin, in Zusammenarbeit mit den Mädels, wenn man dann sich das Lied anhört, wenn man es einsingt. Und es ist auch einfach, als Sängerin ist es so, du stehst in der Kabine und deine Stimme ist nicht einfach jeden Tag die gleiche, sondern deine Stimme ist jeden Tag anders. Das hat was mit Stimmung zu tun, das hat was mit Gesundheit zu tun, das hat was mit Gedanken alleine zu tun. Und genau in diesem Augenblick, wo man einsingt, da entsteht der Sound. Und zwar der Caro-Sound, und zwar der Sarah-Sound und der Mabel-Sound. Ich glaube, was mir auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, also ich gehe da voll auch drauf hin, einfach weil wir eben auch Persönlichkeiten sind, so wie das Agnetha und Frieda auch sind und ihren eigenen Stil damit reinbringen, sind wir das auch. Und was wir aber als Band immer versucht haben und was Martin immer versucht hat mit seiner Komposition, mit seinem Recherchieren, wie werden ABBA-Sounds geboren und das eben einfach zu schauen, wie kann ich das auch nutzen für meine eigenen Songs, ist mir eben auch aufgefallen, was wir auf jeden Fall nutzen und was auf jeden Fall auch ein Vorbild war, sind diese wunderschönen Harmonien, dieser Wall of Sound, das, was eben nicht direkt, das ist jetzt Mabel, das ist jetzt Sarah, sondern dass man auch schon mal verschmilzt ineinander. Du wirst Songs hören auf diesem Album, wo du einfach nicht mehr sicher bist, wer ist denn das jetzt? Sind das 3, 4 Stimmen? Ist das jetzt wieder nur eine? Und das ist eben genau das, was ABBA ausgemacht hat, finde ich. Jetzt mal ganz laienhaft rausgesprochen, Martin geht hoffentlich damit überein. Und das, was wir eben auch machen wollen, aber nicht, weil wir wie ABBA sein wollen, sondern weil uns das inspiriert. Und das finde ich so schön. Wenn ich in der Kabine stehe, wie Mabel das schon sagt, habe ich meistens eine Sarah auf dem Ohr, weil wir müssen ehrlich sagen, Sarah ist die, glaube ich, mit am meisten von den Chören gesungen hat. Und dann hat Martin mal gesagt, so, das ist jetzt Sarah und jetzt sing mal deine Stimme drunter, drüber, wie auch immer. Und mein Ziel war immer, ich passe mich da so an, dass wir verschmelzen. Und das finde ich somit das Schönste, was wir da in diesem Album auch produziert haben. Wir haben diese einzelnen Stellen, wo wirklich jeder seine Stimme zeigen darf. Aber viel interessanter ist diese Verschmelzung von unseren Stimmen. Das hat nichts mit Agnetha oder Frieda zu tun, sondern einfach dem, was uns da inspiriert hat an der Band ABBA und was wir in dem Album dann auch darstellen durften. Genau. Ja, wenn ich auch noch kurz meinen Senf dazu habe. Es ist eigentlich schon alles gesagt, aber es steht auch oft irgendwie unter Videos oder in Kommentaren, du bist nicht Agnetha. Ja, genau. Also das ist auch gar nicht der Anspruch, den wir haben, eine Kopie zu sein, sondern etwas Eigenständiges mit der Inspiration durch ABBA. Und wenn wir im Studio sind, dann entstehen Sachen, die vielleicht vorher gar nicht geplant waren. Es sind super viele Stimmen dazugekommen, einfach weil Martin meinte, hey, da könnte noch irgendwas hin. Oder weil wir eine Idee hatten, hey, könnte man da nicht irgendwie noch eine Stimme drüber oder drunter? Oder wie wäre es, wenn wir da jetzt noch einen Chor einfügen? Also es sind alles
Sachen, die in einem Prozess entstanden sind, gemeinsam und nicht, weil alles schon nach Schema F komponiert wurde mit, ja, wir müssen das jetzt genau so machen, sondern es ist alles miteinander entstanden. Und auch ABBA ist durch andere Musiker inspiriert worden. Es gibt ABBA-Songs, wo man ganz genau weiß, welcher Song Pate gestanden hat. Bei Dancing Queen, der Beat von Dancing Queen kommt, glaube ich, vom Kung-Fu-Fighting dieser 70er Jahre. Ich habe den das war die Inspiration für diesen Groove und es ist trotzdem ein eigener ABBA-Song draus geworden. Du fängst halt irgendwo mit an, arbeitest damit und durch die eigenen Künstler und durch die eigenen Einflüsse wird, wenn du lang genug dran arbeitest, dein eigenes Ding draus. Und das ist bei uns nicht anders. Also ABBA ist ja keine gottgegebene Einheit, ein monolithischer Block, sondern auch ABBA sind im Diskurs mit der Pop-Historie und so sind wir das auch. Und man hat halt seine Punkte, auf die man sich bezieht und ABBA ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt noch andere Punkte. Wichtiger Punkt auch, das mal so darzustellen, weil ich glaube, dass es da auch bei den Hörern durchaus Missverständnisse gibt in Bezug auf, was möchte man denn darstellen. Und Grüner Lund ist, wie wir eingangs gesagt haben, ja eben keine Tribute-Band oder mit dem Ansatz am Start, jemandem in einem möglichst identischen Nachspielen Tribut zu zollen, sondern ihr wollt euer eigenes Werk, das inspiriert ist, ja, aber euer eigenes Werk, wie wir eingangs gesagt haben, eben auch kreativ weiterspinnen. Ne? Ja. Die Caro hat gerade von einem Knopf im Ohr gesprochen, wo sie dann ihre Kolleginnen auf dem Ohr hat, wenn sie in der Kabine steht. Wenn wir von der Kabine mal schwenken auf die Bühne, wie stellt man sich das vor bei so komplexen oder anspruchsvollen Gesangspassagen? Ich sehe euch jetzt auf einer Bühne vor mir. Und dann gibt es ja die Solopassagen und die Soloparts und eben auch die beeindruckenden Gesamtparts, wo man dann also mit allen drei Stimmen singt. Habt ihr dann alle den Finger am Ohr und damit man ja in der Spur bleibt und sich konzentrieren kann? Oder wie wird sowas technisch abgewickelt, damit man da nicht den Faden verliert? Ja, also. Das ist ganz lustig, weil da sind wir gerade noch, kann ich glaube ich für uns alle sprechen, in der Findungsphase, weil wir haben uns jetzt schon öfter mal getroffen, weil Live-Auftritte sind nun mal jetzt auch ein Thema, das wollen wir auch unbedingt. Gerade ich möchte das auch unbedingt, weil wenn du jetzt nochmal auf die Kabine kommst, das erste Mal, als ich dieser schönen kleinen Kabine stand, ich so todesunwohl gefühlt. Der Martin war so über auf meinem Kopfhörer und meinte so, Caro, ich kann dir eine Kerze anzünden, ich kann dir irgendwie Kekse hinstellen, wie kann ich dir Duftspray, wie kann ich machen, dass du dich wohlfühlst. Ja, weil es einfach so dieses, okay, ich fühle mich hier beengt, ich möchte raus, ich bin Bühnenmensch, ich brauche meine Bühne. Und da habe ich mich so ein bisschen angenähert. Ich glaube, auch das war meine größte Entwicklung bei Gründerlund, aber ich freue mich mega auf die Bühne. Habe aber auch gesagt, ey, bevor wir irgendwas machen, treffen wir uns und üben das, weil es sind Harmonien, gerade was du ansprichst, es sind viele Stimmen, es ist ein krasser Wall of Sound und den kannst du natürlich zu dritt auf der Bühne so nicht darstellen. So, wir wissen alle, wir haben unsere Stimmen, wir wollen gerne auch immer unsere Harmonien singen, also jeder hat seine eigene Stimme, das muss geprobt werden. Dann gibt es die Musiker, die dann live damit dazukommen, aber da sind wir noch so in der Findungsphase, welche Stimme singt jetzt wer. Genau, und das wird auch noch ein bisschen dauern, denke ich, ja. Weil wir dann auch wirklich sicher auf die Bühne gehen wollen damit. Ja. Und ich glaube, am Ende ist es auch so, jeder kennt dann seine Melodie, so wie man einfach bei einem Lied mitsingt, hat jeder natürlich seine Melodie, die er fühlt, die er hört, die er für sich mitbekommt. Und so bleibt man dann auch in seiner Stimme. Und das genügt tatsächlich als Korrektivum sozusagen, um nicht abzurutschen nach rechts, nach links oder Stichwort mitsingen. Ja, ich bin jetzt mehr so der unter der Dusche und ich rutsche dann also mal, plötzlich finde ich mich in der zweiten Stimme wieder und denke so, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch jetzt mal in meiner Stimme bleiben. Ich könnte mir vorstellen, für ihr seid auf der einen Seite Profis, auf der anderen Seite ist natürlich dann die Verlockung auch nicht kleiner, deswegen plötzlich mal irgendwo eine andere Stimme mitzusingen oder... Ich vermute nur, ich könnte mir das halt vorstellen. Deswegen die Frage, auf der Bühne, in der Live-Situation, wo du nicht korrigieren kannst, wie im Studio, ist das doch bestimmt sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ihr kennt es ja, ihr seid ja bühnenerfahren. Steht und fällt mit dem Monitor-Sound, also mit dem Sound, den der Musiker individuell für sich eingespielt bekommt, welche Stimmen er hört, damit er nicht die Orientierung verliert. Oft ist der Monitor-Sound schlecht und das sind dann Momente, wo Musiker die Orientierung verlieren. Da können die oft aber nichts für, sondern der Monitor-Mix ist
einfach nicht gut an der Stelle. Nicht hilfreich genug. Ja, das ist immer, wenn die so ganz hektisch winken zum Mixer, Gitarre runter. Ja, genau, okay. Das kennt man als Konzertbesucher tatsächlich. Ja. Martin, an dich nochmal die ein, zwei Fragen. Du hast vorhin davon gesprochen, wie du 2013 in Stockholm warst, das Museum besucht hast, Frieda getroffen hast, ist dir in den Schoß gefallen, eine glückliche Fügung. Es gab noch mehrere Treffen mit ABBA bzw. deren Musiker. Du hast auch schon mehrfach erwähnt, dass Janne Schaffer auf dem Album Beiträge geleistet hat. Ja. Wie ist es konkret dazu gekommen? Das war 2020. Ich hatte so das Gefühl, wir kommen langsam im Heimathafen an mit den Stücken. Da haben wir noch ein Stück geschrieben, das A New Tomorrow. Aber dann waren alle Stücke da und dann habe ich auch so mal, also ich habe irgendwie überlegt, was kann man denn noch machen, um noch einen draufzusetzen. Ich hatte auch immer die Idee, mal nach Stockholm zu fahren, um mit den Instrumenten von Benny ein paar Tracks einzuspielen, weil er einen ganz besonderen Synthesizer hat, diesen GX1, der weltweit in dem Zustand eigentlich nur noch da im ABBA-Studio steht und der vom Sound her absolut einzigartig ist, also speziell in meinen Ohren. Ja, und dann habe ich im Studio, ABBA-Studio angefragt, ob das denn theoretisch geht, dass ich da mal mit aufnehmen kann. Und dann haben die sich wahrscheinlich Sachen von uns angehört. Und dann kam die Mail, ja, können wir machen, wir suchen jetzt mal einen Termin. Und dann haben wir einen Termin gesucht und dann wusste ich, ich fahre sowieso nach Stockholm. Wieso soll ich nicht Janne Schaffer noch eine E-Mail schreiben und fragen, ob er ein Gitarrensolo mit bei uns spielen will? Habe ich nach seiner Homepage gesucht, habe ihm eine Mail geschrieben. Innerhalb von einer halben Stunde kam die Antwort, yo, ich bin dabei. Er hat kurz unsere Videos angesehen, die auf YouTube sind und dann hat es ihm wohl gefallen. Und wenn Janne Schaffer jetzt unsere Inhalte postet, übertreibt er immer total. Wir seien die beste Band Deutschlands und so. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz. Aber wir fühlen uns sehr positiv motiviert dadurch. Also Janne ist auch ein ganz toller Motivator und der kann unglaubliche Geschichten erzählen, weil der wirklich die 70er und 80er mitgelebt hat mit Bob Marley und was er da alles erzählen kann. Und natürlich aber, was man unter miterlebt jetzt auch verstehen möchte. Ja, also ja? Der war da in der ersten Reihe einfach. Und das ist toll, mit so jemandem zusammenarbeiten zu dürfen. Wie hat sich das auch für ihn angefühlt? Als ich zum ersten Mal mit ihm telefoniert habe, war es wieder ähnlich wie bei Frieda, weil ich einfach einen Höllenrespekt vor ihm habe und weil ich diesen Song Eagle so gerne mag, den er so dominiert, und jetzt sprach ich plötzlich mit Janne Schaffer am Telefon und ja. Aber die Schweden sind sehr unkompliziert. Die sind ganz normale Menschen, die haben keine Star-Allüren und der hat mir das im Grunde sehr einfach gemacht, dadurch, dass er so ein netter Mensch ist. Ja. Man muss nicht zwangsweise abgehoben sein. Der hat jetzt auch keine Stargage verlangt. Das war alles im Rahmen. Das ist, ja. Also einen solchen Fürsprecher zu haben und wenn er ein bisschen übertreibt, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Nicht, das ist nicht verkehrt. Haben wir im Studio klar gemacht, verabredet, wann wir da vorbeikommen und dann musste ich erst mal rausfinden im Studio, wie er so tickt und habe rausgefunden, dass seine Stärke wirklich dann zum Tragen kommt, wenn man ihm den Freiraum komplett lässt. Also je weniger ich ihm vorgeschrieben habe, umso besser wurde er. Ich habe dann die Noten weggeschmissen und habe also diese Studio-Gitarristen-Tracks habe ich dann zu Hause mit einem anderen Gitarristen gemacht, weil da einfach, glaube ich, das muss er nicht mehr machen. Der will nur noch inspirierte Soli spielen und das macht er wirklich sehr schön. Genau dafür ist er super und genau das kommt bei Forgiven so herrlich raus. Ja. Nicht nur bei Forgiven. Ja. Es gibt andere Gitarren-Soli auf der Platte, die aber auch von anderen Gitarristen sind. Also das ist, wir hatten insgesamt 4 oder 5 Gitarristen. Ja, aber er hat halt den größten Namen. Ja, nicht schlecht. Kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten, den ABBA-Gitarristen auf seinem Album
zum Klang gebracht zu haben. Wie viele, jetzt ist ein Gitarrensolo, stelle ich mir als Amateur vor, eine Spur. Ja. Ja? Wie viele Spuren hast du denn bei dem Lied mit den meisten Spuren insgesamt zu bearbeiten gehabt und übereinander gelegt? Ich habe keine Ahnung. Gib mir mal eine Größenordnung. Du hast nicht mit einem 8-Spur-Gerät aufgenommen, so viel weiß ich. Es bewegt sich so zwischen 80 und 150 Spuren. Also allein beim Schlagzeug bist du schon bei 15, 16 Spuren. Und dein Hauptbetätigungsfeld, das Tasteninstrument oder das Keyboard, Synthesizer, Klavier, wie auch immer, wie viele verschiedene Klänge oder Sounds hast du da auf der Platte insgesamt untergebracht? Hast du da ein Gefühl dafür? Nee, kein Gefühl. Nee, ist, wenn halt die Basic-Tracks stehen, also man nimmt Schlagzeug, Bass, Gitarre auf, dann kommt die Sarah vorbei, singt ein paar Pilot-Tracks rein und dann fülle ich das so langsam mit den Synthes und dann kommen E-Pianos dazu und es wächst dann halt wie so ein Organismus. Und dann werden die anderen Stimmen ergänzt und dann Stichwort wachsen wie ein Organismus. Gab es etwas, was nicht planmäßig gewachsen ist? Ich meine, können wir vorstellen, dass im Laufe, du hast von 2013 gesprochen, dass im Laufe dieser Zeit gab es Phasen, wo das Projekt weitergetrieben wurde, dann gab es mal ein bisschen ruhigere Phasen. Gab es auch vielleicht die eine oder andere Anekdote, die man in dem Zusammenhang noch erzählen oder erwähnen könnte? Weiß ich nicht. Irgendjemandem ist das Duftspray in der Kabine explodiert oder irgendetwas Unsinniges in diesem Zusammenhang, was dir einfällt. Oder ist alles geregelt und alles in Bahnen gelaufen? Das würde ich euch ja nicht abnehmen wollen. Gibt es lustige Anekdoten aus der Gesangskabine? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in der Gesangskabine richtig wohl, weil da fühle ich mich... Deswegen singst du ja auch die Piloten. Ja, ich fühle mich da drin schön unbeobachtet. Am Anfang war noch die Glastür, also wir haben so ein Fenster, dass Martin einen sehen kann und wir Martin sehen können. Das ist aber jetzt mittlerweile, glaube ich, zu oder ist es wieder offen? Ich weiß es gerade nicht, aber... Wenn es zu ist, dann ist auch so ein schönes Dimmerlicht und ich fühle mich da drin sehr wohl. Ich kann da drin tanzen, ich bewege mich sehr viel beim Singen. Und ja, ich glaube, das ist so das Lustigste, was da drin passiert. Es kommen auch sehr schöne Zitate. Ich habe jetzt gerade keins auf Lager, aber Martin gibt sehr schöne Anweisungen. Also das ist total lustig, weil bei uns ist es total konträr, weil manchmal sprechen wir immer aneinander vorbei. Wenn Martin mir was sagt, interpretiere ich das total anders, wo ich dann immer denke, ich weiß nicht, was du emotional denkst. Und trotzdem kommen wir dann nach viel Reden immer aufeinander. Und bei mir ist es so, in der Gesangskabine, ich habe tatsächlich immer diesen Fokus auf Berührung. Also ich bin auch so, dass ich diese Bewegung habe, aber ich habe immer irgendwo, ich fasse mich jetzt da an, dann habe ich das Gefühl oder. Und ich glaube, das sind so diese Momente, so richtig lustige Sachen passieren, glaube ich, irgendwie dabei. Aber es ist jetzt noch nicht so was Tragisches oder... Eingebranntes passiert. Ja. Sind ja also Emotionen. Ich erinnere mich an The Curse, dass wir wirklich ganze Aufnahmetage in die Tonne gekloppt haben. Also das war hart. The Curse war für mich mein Endgegner. Ja, The Curse aber war, damit hast du angefangen. Das war das erste Lied, was ich eingesungen habe. Ja. Und dieser Song ist einfach emotional super schwierig. Das ist die Verarbeitung einer langjährigen Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Und keine einfachen Gefühle und dann muss sie das singen anstelle von mir mit verdrehten Rollen. Ich war, glaube ich, damals auch noch ziemlich frisch verliebt irgendwie, gerade zusammengezogen und dann so, ja, wie hat der Herzschmerz, wie du dich getrennt hast und dann dachte ich, okay, du denkst an deinen verstorbenen Hund, weil mich das emotional total berührt hat und ich davon immer noch so weinen musste und habe dann immer an meinen verstorbenen Hund gedacht, der in meinen Armen gestorben ist und dann stand ich immer da, oh, Tränen runter, hast du noch Kraft? Nein. So
was bei The Curse ungefähr. Okay, das mit dem Hund wusste ich noch nicht. Siehst du, wir führen hier interessante Gespräche, da kommen Sachen zutage. Das ist interessant. Ach, ja. Was wir hier alles zutage fördern. Also das Missverständnis in Bezug auf die Kommunikation zwischen dir, Mabel, und Martin, und das in Ergänzung mit deinen, sagen wir mal, körperlichen Aktivitäten in der Kabine, das lässt uns natürlich im Hinblick auf die hoffentlich bevorstehenden Live-Aktivitäten schon einiges erwarten, dass dann da den Monitor-Sound, da solltet ihr dann nach Möglichkeit keine Missverständnisse haben, habe ich gerade gelernt. Und wenn die Sarah auf der Bühne tanzt, dann gibt es auch was zu sehen. Ist doch wunderbar. Statt Einlage. Also du hast es schon angedeutet, Live-Aktivitäten sind ja auch im Fokus. Ne? Ihr wollt auf die Bühne, Caro hat auch schon, dich juckt es schon. Ja, ja, also wenn wir noch mal kurz auf die Kabine gehen, bei mir bitte alle Luken auf. Also ich bin komplett der Gegensatz zu Sarah. Bedeutet, ich habe mich da immer todesunwohl drin gefühlt, es ist besser geworden, aber bei mir mussten die Türen dann immer auf. Ich weiß, dass Martin immer noch meinte, komm, jetzt ist da gerade keine große Aktivität vorm Studio, mach die Tür auf, wenn du Luft brauchst, weil ich brauche Sauerstoff. Wir müssten mal den großen Raum ausprobieren, tatsächlich. Ja. Der kann auch gut klingen und ich habe für zukünftige Aufnahmen wirklich vor, dass wir mehr auch mit dem Raumsound arbeiten, also mit den Chören in andere Akustiken gehen. Also wir standen, glaube ich, zu viel in der kleinen Kabine. Ja. Also mich hat es depressiv gemacht, muss ich ehrlich sagen. deswegen, also ich finde das faszinierend, weil wir haben nie so klar darüber geredet. Das kommt jetzt heute auf, wie fühlt sich derjenige? Und deswegen muss ich auch nochmal ein großes Lob an Martin geben, weil der war auch irgendwann an dem Punkt, wo er gesagt hat, wie soll ich denn noch beschreiben, wie du dich fühlen kannst? Wie soll ich denn noch beschreiben, was für Gefühle da vielleicht rüberkommen? Hast du noch Ideen? Und ich habe seine Verzweiflung über die Kopfhörer gehört und war selber schon so, um Gottes Willen, wie soll das noch weitergehen? Aber es war wirklich ein krasser Prozess und wir konnten die Corona-Zeit nicht besser nutzen, als da durchzugehen. Und ich erinnere mich ja an wirklich eng und stickig und viele von mir aus sehr verzweifelte Tränen, weil ich echt irgendwie dachte, ich will das doch irgendwie hinkriegen. Deswegen bei mir ist immer perfekt, alle Luken auf, was geht, Sauerstoff rein, da fühle ich mich am freisten. Aber wir sind alle gut miteinander und ich bin auch nicht depressiv. Alles fein. Der Weg über den großen Raum zu gehen, der hat ja dann auch noch ein Fenster, ne? Das ist dann sicherlich. Ja, du musst eben immer gucken, wo sind gerade die Umgebungsgeräusche groß. Dann kannst du natürlich nichts machen, dann musst du in deine kleine Kabine. Aber sie und ich, wir werden nie die besten Freunde werden. Die Kabine und ich. Die Kabine und ich. Aber es ist, ich komme trotzdem nochmal darauf zurück, es sind Live-Aktivitäten geplant, gewünscht und von allen gewollt. Und darauf darf man sich freuen, das ist richtig. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, weil wir so viele Spuren haben. Ja. Und auch, ich glaube, jede hat schon mal jede Stimme gesungen, mindestens 700.000 Mal. Und also für mich ist es schwierig, eine Stimme durchzuziehen, weil ich dann immer wieder denke, ah, da war ja noch eine und hier ist auch noch eine. Ich glaube, das braucht viel Übung, dass wir da zu dritt irgendwie komplett sicher werden, plus noch was auch immer, also irgendwas muss wahrscheinlich über Playback eingespielt werden von den Stimmen, weil wir können ja nicht 70 Stimmen. Aber das sind ja dann wir. Also ja, das ist ja es gibt dann ein schon das gute Gefühl, dass nicht irgendeiner ist vom Playback XY. Ich denke, es wird eine Übergangsphase geben, wo wir mit Halbplayback arbeiten. Wir haben auch noch nicht alle Musiker am Start. Ich glaube, man darf das Halbplayback auch nicht falsch verstehen. Also wir singen jeder seine unterschiedliche Stimme, aber in jedem Lied gibt es teilweise drei verschiedene Chorsätze, die dann noch irgendwie mit einfließen und die können wir natürlich nicht auch noch vertreten. Wenn wir wirklich konzertant jede einzelne Stimme auf die Bühne stellen, dann haben wir da eine große Opernbühne voll. Grönerlund in France. Kommt vielleicht auch noch. We are hate, we are strong, we are faint, we are truth, we are lie, we are smooth, we will die. Okay, die Erscheinungsweise des neuen Albums haben wir soweit geklärt, was noch in der Pipeline ist, dem Vernehmen nach, und geplant ist eine Vinylveröffentlichung. Ja. Wir werden ein Doppel-Vinyl-Album machen müssen, einfach aufgrund der Länge der Musik. Wir liegen über 50 Minuten und damit das gut klingt, muss man einfach zwei
Vinylscheiben da drin haben. Das ist nicht so ganz günstig in der Herstellung wie die CD, deswegen werden wir da vorher ein Crowdfunding machen. Und ich hoffe mal, dass dann nach dem Erfolg der CD, dass dann kein Problem ist, dass da genügend Leute vorbestellen, dass wir dann das Album auch in Vinyl aus der Taufe heben können. Ist, was ich so lese, gibt es da eigentlich viele Leute, die das gerne hätten. Spannendes Projekt auf jeden Fall nochmal. Und mit Blick nach vorne, wenn wir jetzt davon ausgehen, was wir alle tun, dass Lovestorm natürlich im Flug die Welt erobert, wie wird es weitergehen? Darf man davon ausgehen, dass ABBA weiterhin diesen Stellenwert, dass dieser ABBA-Sound weiterhin den Stellenwert haben wird? Oder werdet ihr euch immer mehr, sagen wir mal, stilistisch auf eigene Füße stellen? Kannst du das schon absehen? Hast du eventuell da schon weitere Songs, die bei dir zu Hause in der geheimen Schublade schon fertig liegen? Ich habe momentan eine Songidee rumfliegen, von der ich, glaube ich, weiß, dass es gut wird. Und sonst gibt es da keine weiteren. Das heißt, es ist vollkommen offen, was passiert. Wir werden einfach mit allem, was wir gelernt haben beim ersten Album, an neue Songs rangehen. Und ich freue mich total drauf. Ich freue mich auch einfach auf das, was kommt. Du guckst einfach positiv nach vorne und das ist bandtechnisch sehr positiv in die Zukunft, ja. Das ist total offen, was passiert ist, der eine Kernsatz und ja, genau. Es könnte schon sein, dass wir uns mal mehr aus dem Fenster lehnen, das heißt auch von diesem ABBA-Sound noch andere Routen betreten. Es könnte gut sein, dass einige Stücke deutlich elektronischer werden, aber auch deutlich akustischer oder deutlich mehr Orchester. Es ist alles möglich. Ich weiß es gerade nicht. Noch offen. Bleibt spannend. Ja. Für den Augenblick drücken wir uns jetzt allen mal die Daumen. Euch drücken wir die Daumen. Auf jeden Fall jetzt, was wir tun. Und das, das ist doch schon was. Das wussten wir nicht immer. Also da wussten wir, was wir gerne wollen oder was wir gerne am Ende hätten. Aber jetzt wissen wir, glaube ich, wie wir das erreichen von Anfang an. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied. If there's no river